was bei den ganzen Diskussionen rund ums Klima aber meiner Meinung nach vergessen wird, dass man nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere in die Verantwortung ziehen sollte. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass es im Jahr 2020 inmitten der Klimakrise immer noch Tiere gibt, die jeden Winter mehrere tausend Kilometer in Richtung Süden fliegen? Nur um dort Urlaub zu machen, also da frage ich mich schon, können die nicht Bahn fahren? Und jetzt kommt die Pointe. Die heißen sogar Zugvögel.